Knapp 3,2 Millionen Übernachtungen gab es 2014 inselweit auf Sylt. Das geht aus den Gäste- und Übernachtungszahlen hervor, die das Statistikamt Nord jüngst veröffentlicht hat. Die Gesamtzahl der Gäste ist außerdem auf fast 550.000 gestiegen. Hörnum verzeichnet damit einen Zuwachs von fast 12%. In Kampen stieg die Gästezahl 2014 um rund 5%. Einziger Wermutstropfen: Im Dezember 2014 lagen die Gäste- und Übernachtungszahlen hinter dem Landesdurchschnitt zurück. Peter Duven, Chef des Insel-Sylt-Tourismus-Service, zeigt sich mit der Statistik aber insgesamt zufrieden. Zufrieden sind die Inseltouristiker auch mit den Besucherzahlen der vergangenen Woche. Weil Rosenmontag und Bieke in diesem Jahr so nah beieinander lagen, sind viele Karnevalsflüchtlinge und Liebhaber des friesischen Brauchtums nach Sylt gereist. Sämtliche Gebäude auf dem Fliegerhorst müssen abgerissen werden. Das hat die Gemeindevertretung Sylt vergangene Woche beschlossen. Doch nun hat Bürgermeisterin Petra Reiber Widerspruch eingelegt. Die Begründung: Wenn die Halle 28 abgerissen wird, könne sie ihrer Verpflichtung zur Gefahrenabwehr nicht mehr nachkommen. Die Gemeindevertretung muss nun über den Abriss des Fliegerhorst neu entscheiden. Sollte es bei dem ursprünglichen Beschluss bleiben, muss der Streit notfalls vor dem Verwaltungsgericht geklärt werden. 15 barrierefreie Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten. Das hat das Ida-Ehre-Haus nach seinem Umbau zu bieten. Gestern wurde die ehemalige Mutter-Kind-Kureinrichtung der AWO eröffnet. Das Haus war vom Kommunalen Liegenschaftsamt für 2,3 Millionen Euro gekauft worden, um bezahlbaren Dauerwohnraum für Senioren zu schaffen.